Innovative und formschöne Keramik, das ist die Leidenschaft des Familienunternehmens der Saxonia Feinsteinzeugmanufaktur aus Neukirch. Hier ist in den 1940er Jahren nicht nur die elektrische Töpferscheibe mit dem Kippmotorantrieb entstanden, mit dem heute ein Großteil der Branche arbeitet. Bei den Kannegießers entstanden die ersten sogenannten flügellosen Tassen für den Dresdner Striezelmarkt. Der Tassenhenkel ist von Anfang an fester Bestandteil an der Tasse. Damit können Bruchstellen vermieden und enorm Kosten gespart werden. Wir sind auf ein Formgebungsverfahren in den Druckguss gegangen und wir haben das für diese Tasse optimiert. Dort musste man ja mit vierteiligen Werkzeugen arbeiten. Üblich ist mit zweiteiligen Werkzeugen. Und haben das so weit optimiert, dass das funktioniert, dass man eine saubere Tasse rausbekommt mit wenig Putzaufwand, um dass wir auch den Preis gerecht werden, den wir für diese Tasse erstreben konnten. Der Erfolg gibt dem Unternehmen recht. Allein mit der flügellosen Tasse haben die Neukirchner bis jetzt ein Auftragsvolumen von 0,7 Millionen Euro generiert und bearbeiten schon die nächsten Aufträge.